Yo Leute, was geht ab? Es ist Tag 3 in der Türkei und wir fahren jetzt nach Ünye wieder. Und in Ünye werden wir ein bisschen rund shoppen, weil ich bin extra mit ein bisschen wenig Kleidung gekommen, um mir halt was dort zu kaufen, weil es halt günstig ist. Und wir fahren gleich los, meine Großeltern machen sich fertig, mein Opa, mein Oma und mein Vater werden ein bisschen rumchillen, vielleicht irgendwo rumsitzen, was trinken oder so. Und wir werden dann halt mit meinem Bruder ein bisschen durch die Stadt bummeln und halt Sachen einkaufen. Mal schauen, was für Footage ich kriege und wir sehen uns dann später in Ünye. Peace. Jo Leute, wir sind jetzt angekommen wieder in Ünye mit der ganzen Mannschaft. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt gleich splitten. Keine Ahnung, was meine Oma, Opa und mein Vater machen werden. Mein Bruder und ich werden jetzt mal eine Runde shoppen, ein bisschen rumbummeln und das werde ich jetzt auch, euch auch gleich zeigen. Ja, mal schauen, was wir alles machen und ja, wir werden uns später sehen. Ich zeige euch dann demnächst auch die Stadt ein bisschen. Und ja, also, haut rein, bis später. So Leute, ich war jetzt gerade hier Haare schneiden. Lange Haare endlich weg. So, jetzt haben wir hier die freshen Haare. Hier, Fresh Prince of Turkey. Aber Spaß, Kappa. Nee, jetzt haben wir Haare geschnitten. Jetzt, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Vielleicht ein bisschen einkaufen. Es sieht auch danach aus, als ob es gleich wieder anfängt zu pissen. Deswegen habe ich keine Ahnung, was wir jetzt machen. Erstmal an den Rauchen gleich. Und dann mal einfach rumlaufen, gucken, was wir noch kaufen und sonst was. Jo, ich lasse euch wie gesagt immer noch auf dem Laufenden. Wir sehen uns später. Haut rein. Peace. Soyun. Soyun baba. Jetzt kannst du mich yüzünü göster böyle. Türkisch, Türkisch. Berkan, tür. Wo olur. Ich zentir da rein. Bir tane bundan vereyim sana. Al işte. Ha, perfekt. Ne güzel oldu. Gördün mü? Abone kalsın güzel oldu. Çekme. Guck mal, nice, gell? Ja, das passt dir auch. Schreibt mal Kommentar drunter, was sie drüber denken. Ne. Kommentar yapsın. Ne düşünüyorsun? Ha, ne düşünüyorsun? Ha, ha böyle. Al. Tabii ya. Çek baba. Bunu da çek, bunu da çek. Ferkan. Vereyim mi abundan bir tane? Oh, yavol. Dragon Ball. Ha, aynen, hatırladın mı? He. Ha, bak. Eski, çocukluğumuzda izledim. Bu da oldu. Her cuma saat oldu, evet. Oldu değil mi? Evet oldu. Oldu. Arkayı da göster. Aynen. Arkada ekstra bir de. Sen geç kaldın. Evet. Erkenden gelecektin buraya. Şişkılar geldi mi? Baba esnektir. Bak ya. Esnektir baba. Büyütebilirim beden olarak. Esniyor. Esneme payı var. Kilo veririz. Siyah kutunuz ön çok güzel oluyor. Beyazın. Aa, abi kalsın işte. Espri, kaprinde güzel oldu. Göster. Ya pasta var. Mutton roshi. Ama güzel oldu. Çok güzel. Kalsın. Güzel. Aynen. Bir daha bu işareti yap. Aynen onun gibi. O tamam. Al. Bu. Zaten indirim de 50 lira. Al. Bundan da vereceğim. Orsight'tır. Aynen. Kollarını katlayabiliyorsun böyle. Hı hı. Esprili yine. Bu da oldu. Bu da oldu. Zorla. Kollarını katlıyorsun baba. Ama bu kalsın. Güzel oldu değil mi? He. Das kannst du sogar anlassen. Al. Bunu da vereceğim sana. Buna hiç aklıma gelmedi bunlar. Ben bunlardan olmaz diye düşünüyordum. Şu an ne giyse oluyor. He öyle. Al baba. Ama bu, al 50 liraya. 100 liraydı onlar. İndirimde şu an. İyi. İndirimde her şey. Bunu alsana. Baba. Bunu aldık. Saklay. Nasıl? Bu da iyi. Bu da benim. Ama git. Olmaz galiba şey. Bu da oluyor, bu da oluyor. Gidi be. O olduğuna göre Dragon. Bu da oluyor. Al işte. Bak güzel oldu. Ja. Hier, zack, live. Du musst langsam Stopp sagen, der wird nie aufhören, das weißt du. Ja. Tamam, böyle, tamam. Kanka, sen bak burada. Auf jeden Fall, nice T-Shirts. Die gibt's viel. Er hat fast nichts gefunden gehabt und hat dann gemeint, er hat diese All-Size-Dings T-Shirts gerade noch so, sonst hätte ich woanders gucken müssen. Ja, er will unbedingt bekannt werden. Instagram-Sayfa var mı? Var var kanka, olmaz olur mu ya? Ekleyin beni. Tamam. Yeah. Bana oradan da paralı zengin bayanlar
tişört alın. Reklam yap, hadi kendine reklam yap. Yapamam ki baba, sen öyle dediğin için. Beni çekme, ben yaparım şimdi. Hier, falls ihr mal in Union seid, kommt vorbei. Hier, My 11. Olur kanka. Hiç denemene gerek yok. Direkt al. Aber bu markadan... So, jetzt habe ich noch meine Jacke hier. Ich zeige euch die mal. Ja, ich habe jetzt dieses Oversize-Ding. Aber ich muss definitiv abnehmen. Der Bauch stört. Kalsın. Bak güzel oldu, reklamı güzel yap. This is things. Kopağını da çek, kopağını da çek. Kuşumu da çek. Kanka bu mont oldu. Bu mu? Al diyorum, valla bulamazsın fiyatları. Sen bilirsin. Kahve rengisini deneyebilirsin, siyahınız rengi güzel oluyor. Wir haben jetzt einiges rausgefischt. Ja, jetzt gucken wir noch ein bisschen, was wir noch sonst noch finden. Und dann, ja, der versucht uns gerade jetzt alles anzudrehen, was er findet. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so finden. Jo Leute, wir haben jetzt fertig eingekauft. Leider konnten wir jetzt nicht shoppen gehen. Großeltern sind jetzt ein bisschen müde. Wir sind jetzt hier bei einem Restaurant. Wir werden jetzt was essen und dann denke ich mal, werden wir wieder zurückfahren. Ja, aber wir sind noch genug lange da, wir werden noch mal ein bisschen in die Stadt fahren. Vielleicht nicht unbedingt nach Unje, aber wir werden definitiv noch mal nach Dings kommen. Nach Fatza vielleicht, da ist davor die Stadt. Und da werden wir auch noch mal ein bisschen rumbummeln oder sowas und sonst was einfach gucken, kleine Sachen kaufen oder so. Genau. Ja, wir sind jetzt relativ, das kann ich euch zeigen, wir sind jetzt immer noch am Meer. Das ist so ein schönes Restaurant am Meer. Genau, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Genau. Hier ist, die meisten spielen hier halt immer irgendwie Fußball oder Handball manchmal. Ist immer unterschiedlich. Genau. Was wollen sie doch? Genau. Genau. Ja, wie gesagt, das war's. Wir sehen uns später, wenn ich irgendwas ansonsten habe, was Interessantes habe. Jo, dann peace out. So, unser Essen ist jetzt gekommen. Ich habe mit Hackfleisch und Ei hier. Mein Bruder hat mit Pastrma. So Leute, wir haben fertig gegessen, bezahlt und jetzt gehen wir eigentlich zurück. Mein Bruder und ich überlegen gerade, was wir eigentlich vorhaben zu machen. Ist ja nicht wie in Deutschland so, keine Ahnung, wir sind auch jetzt nicht in der Großstadt, wo du so Bowling-Orte hast oder keine Ahnung, so Billardsalons gibt es halt hier nicht so. Ist halt Standard türkisches Dorf. Die Leute sind halt nicht so wie in Deutschland so technisch versessen. Die unternehmen was, labern mit Freunden. Aber es ist nicht wie in Deutschland, wo man dann halt irgendwie irgendwas immer unternimmt. Oder Diskotheken. Es gibt es eher in den Großstädten hier, aber nicht so in kleinen Bereichen. Die meisten Leute gehen arbeiten, sitzen mit Familie, sitzen in Cafés, unterhalten sich. Aber es ist halt nicht Standard wie halt in Deutschland. Jo, ich melde mich dann später wieder, wenn ich wieder Content habe zum Aufnehmen. Ansonsten haut rein, wir sehen uns später. Peace. Jetzt gerade wieder zurückgekommen. Ja, war nicht wirklich jetzt viel unterwegs. Ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen bummeln. War nicht wirklich viel, leider.
Deswegen, wir haben jetzt Köfte geholt. So, in der Türkei gibt es nicht den klassischen deutsch-türkischen Döner, den gibt es hier nicht. Die haben halt so Brot mit Köfte und ein bisschen Tomaten und Zwiebeln drauf. Ist halt oldschool, keine Soße oder so. Kannst du, wenn du willst, selber drauf Ketchup machen. Genau. Ja, dann haben wir uns ein bisschen was zum Snacken geholt. Wir werden wahrscheinlich irgendwas Film gucken oder irgendwas. Keine Ahnung, mal schauen, was wir so rumtreiben werden. Genau. Und ja, wenn ich was... Ich bezweifle, dass ich irgendwas heute noch mache. Ich habe mit meinem Bruder auch geredet, was wir machen. Ja, wir haben auch erwartet, dass eigentlich viel mehr Leute hier ein bisschen auch zu der Zeit ein bisschen mehr sind. Aber wie gesagt, zum Beispiel mein einer Cousin ist und mein Onkel sind ja auf Fischerfahrt gegangen für die nächsten paar Monate. Und die meisten Leute sind hier weg. Und es ist auch 10 Jahre her. Was kann man da auch erwarten? Auch falsche Zeit, Sommerzeit. Und meine Cousins aus Würzburg sind jetzt auch nicht unbedingt da. Und ja, wenn ich was finde, bin ich da. Falls ich das Video beende, bin ich auch wieder da. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall später. Und wenn ich die Nacht beende, mache ich, sage ich auch nochmal gute Nacht. Deswegen, also haut rein, bis später. Jo Leute, ich mache jetzt Schluss für heute. Also der heutige Tag, mach mal Cut. Ich chill jetzt eh noch auf der im Balkon und chill mit meinem Bruder, guck ein bisschen ein paar YouTube-Videos an, up to date zu bleiben, was in Deutschland abgeht. Genau. Mal schauen, was wir morgen machen. Für morgen steht jetzt bezüglich nichts an, aber mal schauen. Das sind mal spontan Sachen. Ja, ich habe auch gerade eine Story schon auf Insta gemacht, dass ich mich gerade entschieden habe, nicht in der Türkei alles, also gar nicht eigentlich zu cutten, sondern ich tue ja alles eh getrennt in Ordner rein, Tag 1, Tag 2 und Tag 3. Und wir sind jetzt schon aktuell, das ist, was haben wir jetzt, einen Moment, dann haben wir hier Informationen, genau. Wir sind aktuell bei Tag 1 mit 5 GB, gestern der Tag sogar 19 GB. Heutiger Tag sind wir schon bei 6 und ja, dann machen wir jetzt eine Cut für heute, genau, und die kann ich auch nicht cutten, also ich kann die Preview nicht sehen, also das ist gefühlt, wenn ich so Effekte, kleine Effekte reinmache, so Schriftüberzüge oder sowas, dann dauert es einfach viel zu lang, deshalb habe ich mich entschieden, ich cut alles in Deutschland, ich bin am Freitag zurück, morgens um 10 glaube ich. Guck dann, dass ich am Freitagabend zurückfahre und am Samstag fange ich an, bin ich dann nach, Freitagabend bin ich zu Hause, genau, Samstag fange ich an zu cutten, muss ebenfalls auch noch einkaufen am Samstag und ja, weil dann bin ich wieder in Deutschland, genau, dann muss ich halt gucken, wie ich das mache, Dienstagabend habe ich dann wieder Nachtschicht, deswegen gucken wir da, das war da Stück für Stück, das erste Video ist vorbei, by the way, schon fertig gecuttet und als Video auch schon bereit, Upload dauert hier aber, kann ich vergessen. Ich habe zwar so eine 250er Leitung und von daher aus wird es halt schneller. Deshalb kommen die Videos auch. Ich rede manchmal echt, als ob der Scheiß live wäre. Weil wenn ihr das seht, ist das Video schon draußen. Da ist der Witz dabei. Also ich habe die Videos dementsprechend dann schon hochgeladen nach dem Urlaub, weil sie es einfach nicht... Ich kriege es nicht schneller hin. Normalerweise hätte ich einen gut besseren Laptop und eine bessere Verbindung. Wäre es besser, selbst wenn ich es hinkriegen könnte, jetzt im Urlaub zu cutten, wäre es immer noch Upload-Problem. Deshalb machen wir es einfach, wenn ich zurück bin. Und dann kann ich es auch ebenfalls auf Twitch promoten, wenn ich live bin. Also von daher, nur so Gedankengebabbel. Genau, dann machen wir jetzt Schluss und wir sehen uns morgen wieder, wenn irgendwas ansteht. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Tag. Nothing can break me.